Es ist Sonntag und es ist 11 Uhr. Zeit also für das Sonntagsvideo vom Callcenter Crusher. Heute mal ein Querschnitt durch die Plattformen, die Trading anbieten. Da ist alles dabei, von sehr nett über merklich genervt bis völlig abstrus und verrückt. Aber eines ist bei allen gleich: Es sind alles Betrüger. Also schenkt euch mal einen Kaffee oder Tee ein und genießt die Show, mit der die Betrüger mich um mein Geld bringen wollen. Ich denke, das mit dem Intro und dem Beginn des Videos danach muss ich nicht erwähnen, oder doch? Los geht's! Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag, Frau Schmidt am Apparat. Ich bin von der Firma, dass Sie sich hier registriert haben, Funnel Name. Bitte was? Funnel Name, Sie haben sich Funnel Name da registriert. Könnte Und ich, ich bin hier, Ihnen weiterzuhelfen. ja, aber ist mir gar nicht bekannt. Ist Ihnen gar nicht bekannt? Nee, aber ich vielleicht, Spreche ich mit Christopher Poschmannsdorfer? ja, das ist richtig, aber diktieren Sie mir Also doch wir haben. einfach, hören Sie doch einfach mal zu. Diktieren Sie mir doch einfach Ja, mal in bitte. Ihre Webseite. Dann kann ich mal drauf gucken und dann sehe ich ja, ob Sie mir bekannt Natürlich, vorkommen. gerne. Ja. Gerne. Ja, los. So, schauen Sie, also Sie haben so, sich bei uns da registriert Hallo, am File haben Name. Sie mich verstanden? Sie sollen mir Ihre Webseite buchstabieren, damit ich sie aufrufen kann, damit ich sehe, ob sie mir bekannt Ach vorkommt. so, natürlich. Ja, dann F wie los. Florian. Ja? O wie Ulrich. N wie Nordpol. N wie Nordpol, also zweimal N wie Nordpol. Dann E wie Emil. L wie Ludwig. N wie Nordpol wieder. Dann A wie Anton. M wie Martha. E wie Emil. .de oder Bitte? .de oder woher kommt Ihre We Ohne. Bitte? Ohne Punkt.de. Nee, für eine Webseite braucht man immer einen Namen, also eine Top-Level-Domain. Also eine Domain-Endung. Also finden Sie sowas nicht bei Ihnen? Husten Sie doch bitte mal nicht so ins Mikrofon, das ist fürchterlich. Also, wie heißt Ihre Webseite? Hören Sie doch mal bitte so auf zu Funnel prusten. Name. Sind Sie ein Walross? Meine Herren, prusten Sie nicht so. Also, Richtig. funnelname.de.com.was. Hallo. Ja, ich höre Sie. Ja, aber ich höre Sie nicht. Wie ist diese Domainendung? Hallo. Ist Ihr Telefon kaputt? Ich höre Sie auf jeden Fall, natürlich. Ja, Also aber ich es höre ist Sie hier nicht. Anfang. Hören Sie mich nicht? Nein, weil dauernd das Telefon stumm ist. Also, wie kriegen wir das jetzt noch hin? Können Sie mir jetzt noch die Webseitenadresse sagen oder nicht? Ich habe da gerade buchstabiert. Ja, aber nicht vollständig. Funnel Name. Und dann? Das ist die vollständige Name unseres Nein, von kann nicht unserer sein. Webseite. Kann nicht sein. Eine Domain muss immer eine Domainendung Also haben. Sie haben Wird, sich auf lassen jeden Sie mich Fall doch mal da registriert. ausreden! Meine Natürlich. Herren, Funnel Name haben Sie buchstabiert. Ohne Punkt, ohne irgendwas. Da fehlt eine Top-Level-Domain, eine Domainendung. Sonst findet man keine Seite im Internet. .de, .com, .co, .biz. Also. Ah, oh, Ihr Telefon ist wieder kaputt. Vielleicht haben Sie sich irgendwie so registriert, dass Sie sich nicht erinnern oder Ich weiß ja noch gar vielleicht nicht, ich habe doch die auszusehen. Seite noch gar nicht gesehen, weil Sie doch gar nicht genannt haben. Mann, sind Sie dumm. Also schauen Sie, das ist so eine Webseite, dass die
ganz ruhig und ganz locker so Geld verdienen können. Ja, aber ich weiß doch noch gar nicht die Webseite. Sie haben sie ja noch nicht genannt. Verstehen Sie kein Deutsch? Ich verstehe, natürlich. Ja, warum nennen Sie dann Ihre Webseite nicht? Oh, na, so was Message. Bitte? Sie haben, da auf jeden Fall an diesen Funnel Name registriert. Also es ist nein, habe ich nicht. Ihre Nummer ich, auch. Ja, ich weiß nicht, wo Sie meinen Namen herhaben, aber Funnel Name kenne ich nicht und Ihre Webseite wollte ich gerade besuchen, um Sie zu sehen. Aber Sie sind ja nicht mal in der Lage, Ihre Webseite zu nennen. Funnel Name, okay. .com.de. Da muss ja noch was kommen. Funnel Name gibt es so nicht. Hallo, wunderschönen guten Tag. Haben Sie jetzt endlich jemanden, der ein bisschen schlauer ist als Ihr Kollege? Nein. Ich bin der Vorgesetzte, des Mitarbeiters. Und auch nicht so ein bisschen schlauer. Nennen Sie mir doch mal Ihre Domain. Also, Herr Christopher, Sie haben unter Funnel Name sich registriert und wir sind eine Abteilung von Funnel Name namens activefinancial.com. Ach, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Also eine ganz andere Webseite, nichts mit Funnel Name. Ich habe mich nicht unter Funnel Name. Lassen Sie mich ausreden. Ich lasse Ihnen ausreden. Ich will Ihnen nur erklären, wo Sie sich registriert haben und so weiter und so fort, damit es für Sie mehr klar sein kann. Da und so weiter, dann Sie mal fort. Genau. Genau, das erkläre ich Ihnen auf jeden Fall. Herr Christopher, Sie haben unter... Also das Ihre ist mein Vorname. Ich möchte bitte beim Nachnamen genannt werden. Sind Sie Poschmannsdörfer? Ja, richtig. Das ist mein Nachname. Poschmannsdörfer. Okay, wunderbar. Ich bin Herr Smith. Ja. Herr Poschmannsdörfer. Kein Thema. Sie haben unter Funnel Name, also Ihre Daten wurden unter Funnel Name registriert. Und wir sind eine Abteilung vom Funnel Name namens Active Financial, wo die Menschen Deutsch reden. Deswegen, ja. Also, wie gesagt, wir sagen Funnel Name, aber unsere Abteilung heißt activefinancial.com. Ja, aber unter Funnel Name finde ich gar nichts. Und da habe ich mich auch nicht registriert unter Funnel Name. Heutzutage, es kann, wie gesagt, man kann auch auf jeden Fall aus Versehen, Herr Poschmannsdörfer, unter irgendwelche Plattformen sich registrieren, ja? Bei mir wurde auf jeden Fall passiert. Wir sind alle Menschen, wir können irgendwo, irgendwas zum Beispiel sehen. Ja, aber unter Funnel Name habe ich mich nicht registriert, das sagte ich mehrfach. Der Name ist mir völlig Funnel unbekannt. Name, Active Financial ist Ihnen bekannt? Der Name ist mir bekannt, das ist richtig. Aha, sehr schön. Dann ich bin vom Active Financial, Herr Poschmannsdörfer, okay? Ach, jetzt sind Sie okay. Jetzt sind Sie von was anderes. Aha. Okay, gut. Okay, wir fangen vom Null an, weil auf jeden Fall will ich unser Gespräch vom Positiv zum Beispiel starten, ja? Ne, wie gesagt, ich bin positiv kann es ja nicht mehr gestartet werden, weil das ist ja schon negativ gestartet durch die falsche. Wieso ist negativ, Herr Poschmannsdörfer? Ja, kann ich Ihnen doch sagen, weil mit Funnel Name hatte ich nichts zu tun. Okay, ist möglich, das auf jeden Fall zu ändern auf positiv, wenn Sie das negativ. Ja, da geben Sie sich mal Mühe. Okay, dann müssen wir uns Mühe geben. Ja, dann geben Sie mal. Weil ich natürlich mit, wie gesagt, seriösen Menschen arbeiten will und will ich ganz gerne und ganz freundlich das alles anfangen. Ja, wenn irgendwas negativ wäre und der Fehler wäre von unserer Seite, ich kann von allen Formen, Herr Poschmannsdörfer, entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und will ich auf jeden Fall meine Besten geben, um das alles besser zu formulieren, zu organisieren und so weiter und so fort. Ja? So, kommen wir dann jetzt zum Thema oder? Ja. Genau. Herr Poschmannsdörfer, Active Financial ist ein Trading-Account, ein Trading-Plattform, worauf man traden kann. Wir stellen diese Plattform vor, wir sind also Mitarbeiter von dieser Plattform, also und wir müssen und wir wollen Ihnen gerne weiterhelfen, damit Ihr Account bei uns aktiviert wird, ja? Womit Sie schon einwandfrei beginnen können zu traden, auf Online-Plattformen Geld zu profitieren. Aber bevor wir das alles anfangen, hätte ich gerne zu wissen, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben. Haben Sie bis heute Trading gemacht?
Ich habe vor Jahren mal Aktien gehabt, aber vielmehr noch nicht. Aber ich informiere mich Okay. gerne. Und auf Kryptowährungen haben Sie versucht, oder? Nein, habe ich Nur auf nicht. Aktienmarkt. Okay, ich kann Ihnen auf jeden Fall anbieten, mit Kryptowährungen auch anzufangen, weil Herr Porschmannsdorfer, dort ist Volatilität ist sehr hoch und jede Sekunde ist natürlich auch möglich, dort Geld zu profitieren, wenn man professionell ist. Ja, und wegen dem Professionalismus haben Sie auf jeden Fall gar kein Problem, weil unsere Plattform bietet Ihnen einen Broker, einen professionellen Finanzberater, der Sie bei der Wahl der richtigen Strategie für Ihre Bedürfnisse und Ihr Erfahrungsniveau beraten kann. Ja? Außerdem werden Sie Zugriff auf unser automatisiertes Robosystem haben, der für Sie 24 Stunden pro Tag wird automatisches Trading machen. Das heißt, von meiner Seite als Trader wäre nun abhängig, Ihre Investitionen zu machen, Ihr Handelskonto aufzuladen und der Restprozess wird immer unter professionelles Team, unter professionell Programmskontrolle bleiben. Damit alle Risiken werden vermeidet und dann können Sie einwandfrei beginnen, schon Geld zu profitieren. Okay? Okay. Sehr schön. Und außerdem will ich auf jeden Fall den dritten Vorteil von unserer Seite Ihnen mitteilen, Herr Porschmannsdörfer. Jeder Kunde hat die Möglichkeit, parallel, freiwillig aber, Lernkursen von Ihrem Finanzberater zu bekommen, womit Sie in Zukunft eine unabhängige Trader und professionelle Trader werden können. Ja? Ja. Außerdem, genau, außerdem hätte ich gerne informieren, dass wir ein großes Kooperation auf jeden Fall haben, dass Sie auf Aktienmarkt natürlich auch getradet haben, will ich Ihnen informieren, dass wir große Kooperation haben, wir mit Tesla, mit Amazon, mit Apple, mit Louis Vuitton und so weiter und so fort. Ja? Außerdem Was durch heißt unsere Info Kooperation? Das sind Firmen, die Aktien Kooperation. verkaufen. Genau, wir kooperieren also mit Tesla zum Ja, Beispiel. Das heißt, wir wie haben ein kooperieren Sie denn? Sie kaufen Aktien von denen, von Tesla. Genau, Ja, durch aber das unsere ist ja kein, Hilfe. aber das ist doch keine Kooperation. Jeder kann Aktien kaufen. Jeder kann Aktien kaufen. Sie haben recht, Herr Poschmannsdorfer. Aber nicht jeder Mensch richtige Plattformen finden kann, worauf man zum Beispiel richtige Aktien kaufen kann. Ja gut, aber Heutzutage wissen Sie, nee, Bitcoin traden und langsam, langsam, Facebook traden langsam, Sie. langsam, Aha. langsam. Oh, Jeder was kann wollen Sie Aktien langsam hören? kaufen von Tesla, von allen möglichen. Da braucht man keine Plattform für. Wie Okay, Sie können kooperieren Sie dann mit Tesla? Das wollte ich wissen. Nur, dass das will Sie, ich Ihnen erklären. ja, dann erklären Sie mal. Okay, das will ich Ihnen auf jeden Fall erklären. Also Tesla verkauft seine Aktien. Ja, zum Beispiel Tesla, nicht nur Tesla, sondern auch Amazon. Nicht nur Amazon, sondern auch, also verschiedene Firmen, beziehungsweise Apple auch. Was heißt die Kooperation? Ja, wir präsentieren die Tesla und durch unsere Hilfe, zum Beispiel in Deutschland haben wir, in Europa haben wir über 83.000 Kunden. Unsere Plattform ist auf jeden Fall weltweit auch bekannt und viel zu viele Menschen und durch viel zu viele Möglichkeiten ist möglich, unsere Werbungen zu sehen, sich zu registrieren, ja. Und es gibt Hilfe, ja. Damit also Tesla, durch unsere Hilfe Tesla kann mehrere Aktien verkaufen. Ja, Nee, das weil viel bezweifle zu ich. viele Kunden. Das bezweifle ich. Nein, glauben Sie mir. Zum Beispiel nicht, ich bin Tesla, zum Beispiel, ja. Mein Company ist Tesla. Ich präsentiere zum Beispiel mein Company und will ich mein zum Beispiel Aktien, so ein paar Prozente von meinen Aktien verkaufen. Ja, okay, Tesla ist auf jeden Fall weltweit bekannt. Unsere Kompanie ist auf jeden Fall weltweit bekannt und durch unsere Hilfe kann es mehr ausgezeichnet werden auf verschiedene Plattformen, ja? Also ich bin ja nun Womit schon eine viele. ganze Weile, informiere ich mich über Trading. Und Tesla, Elon Musk hat jede Menge Möglichkeiten, Aktien zu verkaufen. Ihre Firma ist mir gar nicht Ja. bekannt gewesen vorher. So groß können Sie ja Genau. gar nicht Genau. sein. So groß, Genau. Genau. weltbekannt, reden Sie nicht dauernd dazwischen. Ich sagte gerade, so groß und bekannt können Sie gar nicht sein. Denn ich informiere mich seit 2 Jahren über diese ganze Geschichte und Ihren Namen habe ich noch nie gehört.
Ihrer Plattform? Aber Sie haben mir gesagt, dass Sie doch das kennen. Nein, ich habe gesagt... Sie reden jetzt widersprüchlich. Wenn Sie die dauernd dazwischen reden, dann hätten Sie es vielleicht auch verstanden. Ich kenne Tesla, ich kenne natürlich eine ganze Menge, weil ich mich informiere, aber ich habe noch nicht getradet. Und bei meiner Information, bei meiner Recherche über die vielen Webseiten, ist mir Ihre Webseite noch gar nicht aufgefallen. Also so ein großer Player auf dem Markt können Sie gar nicht sein. Okay, haben Sie fertig gemacht? Darf ich jetzt ausreden, damit Sie mir nicht sagen können, dass ich parallel rede? Ja, jetzt können Sie gerne mal begründen, warum Sie so groß sind. Vielen Dank, dass Sie mir erlauben, Herr Porschmannsdörfer. Ich habe Ihnen ganz einfach eine Frage gestellt. Active Financial, ist Ihnen bekannt? Sie haben mir geantwortet. Ja, natürlich, Active Financial ist schon mir bekannt. Okay, und jetzt sagen Sie, dass unsere Firma ist Ihnen gar nicht bekannt. Das habe ich nicht gesagt. Doch. Nein, ich habe gesagt, es ist mir bekannt. Sie reden schon wieder dazwischen. Ich habe Ihnen gesagt, lassen Sie mich doch einfach mal. Ich habe Sie jetzt gerade ausreden lassen. Können wir uns darauf einigen, dass Sie mich ausreden lassen? Können wir uns darauf einigen? Ich habe keine Lust mit Ihnen. Okay, dann legen Sie doch auf. Dann legen Sie doch auf, Sie Betrüger. Lege ich einfach auf. Legen Sie auf, du Betrüger. Sie sind Betrüger. Ein ganz dummer Betrüger, den ich auslache. Alter Falter, was ist mit dem los? Hallo, Herr Christopher? Hallo? Hallo, Herr Christopher? Nee, Christopher ist ein Vorname. Mit wem wollen Sie denn sprechen? Eine nicht. Zweite ja? Sind Sie nicht Herr Christopher? Nee, ich habe einen Nachnamen. Also, das ist Ihr Name? Mein Vorname. Das ist Ihr Vorname? Ja. Und? Und Ihre Nachname? Ja. Ja, das ist richtig. Aber so möchte ich auch angesprochen werden. Wir kennen uns ja noch nicht. Und deswegen spricht man sich nur mit dem Nachnamen an. Aha, ich habe da gerade Herr gesagt, ja? Das ist auch etwas zum Respekt zu bringen. Ich habe da nicht... Ja, aber Respekt ist mit dem Nachnamen und nicht mit dem Vornamen. So, und wer sind Sie jetzt? Nicht alle natürlich so. Und wer sind Sie jetzt? Sie vielleicht für Sie. Ja, wenn Sie mich ausreden lassen, dann werde Sie reden ja jetzt schon die ganze Zeit. Wer sind Sie und was wollen Sie? Sie haben auf jeden Fall sofort dann mitgeteilt. Nein, nicht so. Wenn Sie mich ausreden lassen, dann werde ich das sofort auch ganz gerne erklären, warum ich Sie angerufen habe. So, ich habe da Sie von der Firma Funnel Name, also angerufen. Sie haben sich bei uns registriert. Wann habe ich das gemacht? Account Manager. Wann habe ich das gemacht? Steht bei uns vor 24 Tagen. Vor 25 Tagen? Nee, da war ich im Urlaub. 24. Da war ich im Urlaub. Das können Sie auch in Ihrem Urlaub machen. Das müssen nicht. Nee, im Urlaub war ich. Sein, dass Sie das machen. Nein, habe ich nicht gemacht. Wieso sehe ich dann Ihre Daten? Das weiß ich nicht. Das sollen Sie mir sagen. Ich soll es sagen. Natürlich, Sie müssen ja eine Anrufgenehmigung haben. Sie müssen ja ein Double Opt-in eingeholt haben. Ich sehe Ihre Daten. Das ist mein Job, Sie zu anrufen, also die Kunden zu anrufen, die bei uns registriert sind. Ich muss nicht nachschauen, wo er und wie er, der Kunde, also sich bei uns registriert hat. Doch, müssen Sie. Ich bin nur dazu. Doch, das müssen Sie. Woher wissen Sie das? Das ist deutsches Datenschutzgesetz. Wer hat das gesagt? Der deutsche Staat hat das gesagt. Das ist Gesetz. Haben Sie sowas gelesen? Aber ja, natürlich. Jeder weiß in Deutschland, was das Datenschutzgesetz ist und dass Sie eine Anrufgenehmigung... Hallo, lassen Sie mich bitte ausreden.
Jeder weiß in Deutschland, was das Datenschutzgesetz ist. Ich weiß. Und dass man jemanden, bevor man jemanden anruft, man eine Anrufgenehmigung braucht. Ein sogenanntes Double Opt-in. Haben Sie das von mir? Ich sehe Ihre Daten, wie gesagt. Nein, ich habe gefragt, ob Sie ein Double Opt-in von mir haben. Wie Sie sich bei uns registriert haben. Habe ich ja nicht. Das ist erstmal Ihr Problem. Habe ich ja nicht. Sie müssen es wissen, warum Sie sich bei uns registriert haben. Verstehen Sie es einfach nicht? Ich habe gesagt, ich habe mich nicht bei Ihnen registriert. Haben Sie? Ich sage, haben Sie. Ja, ich sage, ich habe nicht. So, dann müssen Sie mir beweisen, dass ich es habe. Mit einem Double Opt-in. Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Ich weiß alles. Ja gut, dann sagen Sie mir mal, was ein Double Opt-in ist. Ich muss das nicht mitteilen. Doch, müssen Sie. Sind Sie gesetzlich zu verpflichtet? Nein. Sind Sie gesetzlich zu... Ihnen sind also deutsche Gesetze nichts wert? Okay, alles klar. Sie scheißen auf deutsche Gesetze? Okay. Sie scheißen auf deutsche Gesetze. Nee, ich befolge Sie im Gegensatz zu Ihnen. Sie müssen nicht, dass... Ich muss nicht Ihnen das mitteilen, was ich weiß. Doch, natürlich müssen Sie. Sie müssen mir sagen, wann ich Ihnen das Double Opt-in zu diesem Anruf gegeben habe. Ach komm, ich warte. Was ist das hier, ein Kindergarten hier? Ja eben, warum bist du so ein Kindergarten und rufst fremde Leute an? Also dann sind wir schuld, dass die sich bei uns registriert haben? Nein, Sie sind schuld, dass Sie sind schuld, dass Sie nicht informiert haben, wer sich eingetragen hat. Das genau ist der Grund. Dafür gibt es das Double Opt-in. Sie wissen doch alles. Sie wissen doch alles und wissen doch nicht mal, was ein Double Opt-in ist. Sie wissen gar nichts. Ich verstehe. Sie wissen gar nichts. Sie wissen nicht mal, was ein Double Opt-in ist. Und Sie wollen alles wissen? Mein Gott, sind Sie peinlich. Also, was ist ein Double Opt-in? Oh, schon am Ende? Na, ist er nicht so weit gekommen mit seinen Erklärungen, was? Na, du kleiner dummer Betrüger. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Hier ist Kerstin Neumeier aus der Überwachungsabteilung. Sie haben Sie in der Handelsplattform registriert, ja? Bitte, wo? Wer ist da, bitte? In der Handelsplattform. In der Handelsplattform? In welcher Handelsplattform? Ja. Nordkapital. Ja, weiß ich nicht. Ja, und was wollen Sie jetzt? Wir wollen Ihr Account aktivieren. Aha, wen wollen Sie denn sprechen? Ich weiß nicht, ob ich das war. Sind Sie Richard Siebenreicher? Ja, das bin ich, ja. Ich bin Kerstin Neumeier aus der Überwachungsabteilung. Ja. Ich bin Account Managerin. Ah, die Überwachungsabteilung. Sie überwachen also, okay. Wie bitte? Sie überwachen also, ist das richtig, ja? Wollen Sie Ihre Account aktivieren? Hallo? Oder nein? Ich habe gerade was gefragt. Verstehen Sie mich nicht? Nein. Ah, Sie verstehen mich nicht? Okay. Ja, und warum rufen Sie dann an, wenn Sie mich gar nicht verstehen? Hallo? Hallo? Ich höre Sie. Ja, aber Sie haben mich nicht verstanden. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ja, und da habe ich doch gerade was gefragt. Wollen Sie die Frage nicht beantworten? Was haben Sie gefragt? Uiuiui. Okay, also, wie geht's jetzt weiter? Wie bitte? Was haben Sie gefragt? Ich habe nicht gehört. Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie mich gar nicht verstehen? Was haben Sie gefragt? Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie mich gar nicht verstehen?
Ich habe Sie gefragt. Ich habe gerade. Ja, und ich habe gerade nochmal gefragt. Von wo aus rufen Sie an, dass Sie mich gar nicht verstehen? Warum sprechen Sie so laut? Ja, weil Sie mich scheinbar nicht verstehen. Ich habe dreimal dieselbe. Ja, warum antworten Sie dann nicht auf meine Frage? Was haben Sie gefragt? Ich habe nicht gehört. Soll ich nochmal fragen? Von wo aus rufen Sie an, dass Sie mich so schlecht verstehen? Was? Sehen Sie? Und Sie haben mich wieder nicht verstanden. Was? Sagen Sie bitte. Das habe ich doch jetzt 6-mal gesagt. Was haben Sie gesagt? 6-mal dieselbe Frage gestellt. Sagen Sie. Sagen Sie doch. Ja. Wie bitte? Sagen Sie. Wie bitte? Ich höre Sie nicht. Ich verstehe Sie leider nicht. Ich höre Sie nicht. Sagen Sie. Sie. Sagen Sie. Wie bitte? Sagen Sie. Was sage ich? Sagen Sie? Ich habe gesagt, ich höre Sie nicht. Verstehen Sie? Nee, ich höre nicht. Ja. Deswegen habe ich Sie gesagt. Wiederholen Sie bitte. Ja, ich habe nicht gehört. Was sagen Sie? Was sagen Sie? Ja, das sage ich. Ja, was sagen Sie denn? Ich nichts verstehen. Was haben Sie nicht verstehen? Ich nichts verstehen. Was du sagen? Hallo. Hallo? Wir wollen nur helfen, verstehen Sie? Was sagen Sie? Ich verstehe nicht. Ich nichts verstehen. Was verstehen Sie nicht? Ich nichts verstehen. Du spreche Deutsch? Ja. Dann du lerne Deutsch. Ich lerne auch. Aber umsonst im Prinzip. Warum sind Sie so unhöflich? Ja, warum verstehen Sie mich nicht? Ich verstehe. Nee, Sie haben immer wieder gefragt, was ich gefragt habe. Sie verstehen mich also nicht. Was haben Sie gefragt? Siehste, und schon haben wir es wieder. Du Deutsch, du nichts verstehen, du kauf ein Hörgerät. Ich bin halb Deutsch. Verstehen Sie? Mit halb Ohr? Was? Was? Du hast ein halbes Ohr? Oder halbe Gehirn? Ich habe... Was haben Sie gesagt? Ich verstehe nichts. Ich nichts verstehen. Ich verstehe. Aber Sie sagen... Ich weiß nicht. Ich nichts verstehen. Du Deutsch? Du spreche Deutsch? Ja. Du hast halbe Gehirn, halbe Ohr, weil nichts verstehen? Was haben Sie gesagt? Was? Halb Ohr? Warum halb Ohr? Du nichts verstehen? Zwei Ohren. Du schlechte Ohren? Weil immer fragen, was? Nein, gut. Verstehen Sie? Nee, verstehe nichts. Weil du sprechen schlecht Deutsch. Deswegen nichts verstehen. Hören Sie ja. Was? Sie haben in der Was? Was? Sie hey, wie bitte? Unhöflich. Wie bitte, was haben Sie gesagt? Was habe ich Sie gesagt? Ja, Sie sind unhöflich. Ah, Sie sind unhöflich? Ja, Sie. Ja, Sie. 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 Sie
Sie haben in der Handelsplattform angemeldet. Sie haben in der Handelsplattform angemeldet? Ja. Ja. Sie sind lächerlich. Sie sind lächerlich. Ja. Ja, Sie sind lächerlich, ja? Ja. Ja. Erzählen Sie bitte. Erzählen Sie bitte. Ich höre Sie. Ich höre Sie. Sind Sie Kakadu oder was? Sind Sie Kakadu oder was? Ja. Ja. Ich sehe, Sie haben... Sie haben ein Problem. Ja, Sie haben Problem. Ja, Sie haben Problem. Noch nicht aktiv. Sie haben Problem, weil Konto ist nicht aktiv. Wollen aktiv machen, Konto? Ja. Ja, zahlen 250 Euro, 500 Euro oder 1000 Euro. Haben Mastercard, haben Visa-Card oder haben PayPal? Ja, Sie wissen. Gut, geben Mastercard-Nummer. Was? Geben Sie, ja. Ja, geben Sie mir Mastercard-Nummer. Sie haben Konto aktiv machen. Welche Nummer? Ja. Wir haben drei Möglichkeiten zu starten. Sie haben drei Monaten. Sie wollen Konto machen? Sie wollen Konto machen? Geben Mastercard-Nummer. Oder haben Visa-Karte. Oder machen Hilfe mit Anydesk. Geben Sie Nummer von Anydesk. Dann ich helfe Ihnen. Sie haben schlechte Erfahrung. Sie sind schlecht? Sie haben schlechte Erfahrung? Oh, tut mir leid, wenn Sie schlechte Erfahrung haben. Wollen die Konto aktiv machen? Nein. Ich glaube Sie nicht. Sie glauben mich nicht? Ja. Oh, wie gut, dass ich Ihnen glaube. Ha, wollen Annie das machen? Nein, wie schon gesagt, ich glaube Sie nicht. Verstehen Sie nicht? Ja, ich glaube Sie auch nicht. Ich glaube, Sie dumm. Sie Betrüger. Sie haben nichts. Verstehen Sie? Ich nichts verstehe. Sie sind Luft. Sie sind Luft. Ah, Luft braucht man zu leben. Luft braucht man zu leben. Sie haben lange keine Luft geatmet, ne? Sie schon halb tot? Sie schon halb tot? Schon halb tot? Ja, bitte. Ja, hallo, ich spreche mit Herrn Freimuth. Ja, ist richtig. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Mona. Ich rufe Sie an von der Online-Handelsplattform, ja? Von Sie welcher? Sie haben sich über den G-Invest rufe ich Sie an. Sie haben sich ja über den Bitcoin-Profit angemeldet, ja? Bitcoin-Profit, ne. Wie ist Ihre Plattform? G-Invest. Können Sie mir das mal buchstabieren? Also G-Invest. Können Sie mir buchstabieren? Natürlich, gerne. G wie Gustav. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. V wie Vogel. E wie Emil. S wie Siegfried. T wie Theodor. G-Invest. Ja? Ginvest. Und dann weiter, wie geht's weiter? Genau. Punkt Pro. Punkt Pro, okay, gut. Mhm. Ja, aber die Seite kenne ich gar nicht, deswegen wundere ich mich, dass Sie mich jetzt anrufen. Okay, Sie haben sich ja über die Werbung angemeldet und das war die Bitcoin Profits Way, ja?
Nee, auch nicht. Also so wie ich das sehe, haben Sie sich über diese Werbung bei uns angemeldet und deshalb habe ich Ihre Daten bekommen. Wann habe ich mich denn da angemeldet? Heute um die 11 Uhr herum, ja? Ja, aber nicht bei... Nee, das war eine andere Seite. Aber erzählen Sie mal. Ich bin ja interessiert an dem ganzen Thema. Okay. Es ist so, Herr Freimuth, wenn Sie Mindesteinzahlung von 250 Euro machen, werde ich mit Ihnen einen Termin danach vereinbaren mit unserem Broker. Und dann werden Sie zusammen das Ganze besprechen, wie das Ganze funktioniert und so weiter, wird Ihnen unser Broker detailliert erklären. Und ja, dann geht es eigentlich los. Sie haben kein Abo, Sie haben auch keinen Vertrag bei uns. Das heißt, Sie zahlen einmalig diese 250 Euro ein. Und wenn Sie natürlich zufrieden sind, wenn Sie es getestet haben und so, können Sie natürlich mehr einzahlen, aber von uns aus müssen Sie nicht mehr einzahlen eigentlich. Ja, wieso habe ich, wieso, ein Abo ist, es ist ja auch keine Zeitung, aber einen Vertrag habe ich doch schon mit Ihnen. Wir machen nein, doch, Vertrag wir machen, in dem Sinn, doch. Nein, wir machen mit Ihnen keinen Vertrag in dem Sinn, dass Sie irgendwie irgendwo kündigen müssen oder sonst was. Ja, ja, aber, können, also ja, nee, es, aber ein Ver- aber einen Vertrag Platz haben wir doch trotzdem. Sie sagen, wir haben keinen Vertrag. Okay, Sie müssen aber nicht in dem Sinn kündigen oder sowas. Wenn Sie es auszahlen lassen, dann müssen Sie kein Kündigungsschreiben machen oder sonst irgendwas. Ja, aber trotzdem, ist es, also ja, aber trotzdem ist es doch ein Vertrag. Haben Sie schon mal Erfahrung gemacht mit Online-Trading? Nein, aber ich habe schon mal Verträge abgeschlossen. Okay, aber Sie haben keinen Vertrag. Sie zahlen auf einem Handelsplattform, ja? Ja, eben, Sie aber trotzdem ist doch... Sie müssen mich doch bitte mal einfach ausreden lassen. Sie unterbrechen mich permanent. Das ist sehr unfreundlich. Bitte schön. Tut mir leid. Ja, ich höre zu. Ja, aber trotzdem ist sowas doch ein Vertrag. Ob ich kündigen muss oder so, spielt doch gar keine Rolle. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Darf ich jetzt nochmal reden? Oder? Ja, dann erzählen Sie mal. Okay, also Sie haben in dem Sinn keinen Vertrag, weil Sie auf einer Plattform, also auf einem Handelsplattform einzahlen. Sie machen da keinen Vertrag, sondern Sie zahlen ein und wenn Sie die Auszahlung machen möchten, geben Sie den Befehl und das tut sich auszahlen. Also das tut das auf die Weise, wie Sie einbezahlt haben, wieder auszahlen lassen. Verstehen Sie? Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt da ein Interesse haben oder nicht. Ja, natürlich. Das hatte ich anfangs des Gesprächs doch gesagt, dass ich Interesse an dem Thema habe. Aber Sie sind irgendwie an der Vertrag hängen ja, geblieben. Ja, natürlich, Sie müssen nirgends Unterschrift geben, verstehen Sie? Also Sie haben keinen Vertrag in dem Sinn, was Schriftliches. Sie zahlen einfach die 250 Euro ein, Sie bekommen den Plattform über, Sie sehen, wo Sie die Einzahlung gemacht haben und dann tut das, wie ich gesagt habe, werde ich Sie mit unserem Broker weiter verbinden und mit dem werden Sie das Ganze besprechen, mit was Sie handeln möchten oder wie Sie handeln möchten und so weiter. Und dann geht's los für Sie. Und sobald Sie Profite machen, also Sie sehen das alles auf der Plattform. Und wenn Sie natürlich auszahlen lassen möchten, dann können Sie den Befehl geben oder den Broker melden, dass Sie die Auszahlung machen möchten. Dann wird das ausbezahlt. Also Sie haben keinen schriftlichen Vertrag oder sonst irgendwas, verstehen Sie? Sie zahlen einfach auf den Handelsplattform. Okay. Die Frage ist jetzt... Was kann ich bei Ihnen denn verdienen und mit was handeln Sie? Mit alles, mit was Sie handeln möchten, also was auch gibt. Es gibt ja tausend verschiedene Instrumente, die Sie auswählen können. Also es kann Kryptowährung sein, Rohstoffe, Gold oder was auch Ihnen in den Sinn kommt. Also Sie werden auch eigentlich beraten von unserem Broker, was im Moment
gut ist oder so. Wenn Sie keine Ahnung haben, natürlich, werden Sie Ihnen gerne Informationen geben und die werden Ihnen auch gerne behilflich sein, auch in Zukunft. Also Sie werden den Gespräch nicht nur einmal haben. Jedes Mal, wenn Sie irgendwelche Unterstützung brauchen, dann können Sie sich an unseren Broker melden. Der Person wird auch für Sie immer derselbe sein. Also die Unterstützung bekommen Sie immer von derselben Person. Und ja. Sind Sie jetzt fertig? Das ist es eigentlich. Ja, gerne. Ja, Sie haben sehr viel geredet, aber im Prinzip nichts gesagt. Okay, gut. Also, was kann man bei Ihrer Firma denn prozentual verdienen? Lass Sie mich doch bitte ausreden. Sie haben doch für Ihre Kunden sicherlich einen prozentualen Durchschnittswert, was Sie verdienen können. Den prozentualen Durchschnittswert würde ich gerne wissen. Also, ich kann Ihnen täglich so sagen, aber das ist natürlich nicht definitiv. Bis zu 10% können Sie Profit machen, aber das ist nicht definitiv natürlich. Mit was Sie handeln, wie Sie handeln und so weiter, das kommt ganz drauf an, ja? Ich glaube, Sie haben meine Frage nicht verstanden, oder? Ich habe Sie verstanden. Ja. Sie möchten irgendwelche Zahlen haben. Nein, ich möchte nicht irgendwelche Zahlen. Ihre Buchhaltung hat doch sicherlich den prozentualen Durchschnittswert. Ich habe immer noch nicht fertig gesprochen. Ihre Buchhaltung. Ja, bitte. Ja, Ihre Buchhaltung hat doch sicher den prozentualen Durchschnittswert, was Ihre Kunden prozentual gewinnen. Diesen Wert möchte ich gerne haben. Also ich kann Ihnen keinen Wert durchgeben, wie ich Ihnen gesagt habe, mit was Sie handeln möchten, wie Sie handeln möchten. Dafür gibt es doch den prozentualen Durchschnittswert. Ich habe Ihnen ja gesagt, bis zu 10% können Sie pro Tag Gewinn erzielen. Also ich kann Ihnen nicht genau sagen, so viel. Also hat Ihre Buchhaltung... Das kann ich nicht, es kommt gar... Hören Sie mal, das ist keine Buchhaltung, die wir führen. Doch, das ist was, Sie haben keine Buchhaltung? Sie haben keine Buchhaltung okay. Für Ihre Firma? Ja, okay. Ich glaube, Sie haben nicht so groß Interesse. Sie doch, natürlich, deswegen frage ich ja. Ich frage ja, genau ja. Deswegen frage ich ja. Wenn Ihre Firma hat keine Buchhaltung, habe ich das richtig verstanden? Ich kann Ihnen, also ich bin nicht bei der Buchhaltung, ich kann Ihnen keine Zahlen durchgeben, verstehen Sie mich? Ich bin hier, damit ich Ihnen den Account aktiviere, damit Sie weitergeleitet werden an unseren Broker und dann können Sie den restlichen Gespräch machen. Ich bin wirklich nur für Ihren Account aktivieren zuständig. Ich kann Ihnen keine detaillierte Informationen geben. Ach, Sie können keine detaillierten Informationen geben, da sind Sie an der Stelle ja genau. Sie unterbrechen mich ja schon wieder. Was ist denn los mit Ihnen? Ja, kleinen Moment bitte, ja. Ganz kleinen Moment bitte. Ja, ganz kleiner. Na, so klein ist der Moment aber jetzt nicht mehr. Hallo. Okay, ja, Sie haben jetzt schön Ihre Vergnügung gehabt, ja, und ich was wünsche ich bitte? Ihnen jetzt ganz schönen Tag. Ja, Sie haben hier den Vergnügen welches gehabt. Vergnügen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Welches ja, Vergnügen tschüss. Denn? Sind Sie ein Betrüger? Ja. Sind Sie melden ein Betrüger? Melden Sie sich mit einem anderen E-Mail und mit einem anderen Namen an, ja? Sind Sie also ein Betrüger, richtig? Ja, Sie. Ah, Sie sind ein Betrüger. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Riffelsburger. Ja, wer ist da bitte? Hier ist Lana Spiegel. Ich vertrete eine Plattform für passives Einkommen. Es ist für Sie noch bitte, aktuell? Wie ist Ihr Name? Lana Spiegel. Spiegel? Genau. Ja. Also ist es für Sie noch aktuell oder haben Sie bitte? Mittlerweile was? Ich bin noch aktuell, ich lebe noch. Nee, also ich meine, ist dieses Angebot für Sie noch aktuell? Welches Angebot? Sie haben doch gar kein Angebot gemacht. Also Sie haben einen Antrag bei uns hinterlassen bezüglich passives Einkommen. Wann war das? Eine Weile her. Also ist für Sie passives Einkommen noch aktuell oder haben Sie schon was anderes gefunden oder
Wie ist der Stand? Das ist immer noch aktuell, ja. Ist immer noch aktuell. Gut, dann sagen Sie bitte, haben Sie vorher was mit Onlinehandel zu tun gehabt oder sind Sie neu zu dem Bereich? Nee, ich bin nicht neu. Ich habe eine ganze Menge Möbel bei eBay verkauft und bei Amazon. Okay, und haben Sie schon früher mit Vermögenswerten gehandelt oder noch nicht? Ich hatte vor 20 Jahren mal Aktien gekauft. Okay. Und wie hat es Ihnen gefallen oder waren Sie mit den Gewinnen zufrieden oder wie sieht's aus? Nee, das war nicht gut, weil das waren Telekom-Aktien. Na gut, also dann in dem Fall, unsere Plattform bietet verschiedene Vermögenswerte an. Also das sind die Rohstoffe, die Wertpapiere, die Kryptowährungen, also alles Mögliche, was Finanzmarkt zum Angebot hat. Ja. Okay, und was dann genau? Und ja, bitte. Was genau bieten Sie da jetzt an? Welches Angebot können Sie mir jetzt machen? Also, kommt drauf an, welche Vermögenswerte wenden Sie sich aus und da kann unser Finanzberater Sie kontaktieren und dann werden Sie zusammen eine Finanzstrategie erfassen und Wie funktioniert denn das bei Ihnen? Das haben Sie ja noch gar nicht so richtig erklärt. Ganz einfach. Also, wir stellen unseren Finanzberater zur Verfügung. Also der kontaktiert hier. Sie stellen zusammen eine Finanzstrategie und also sie teilen ihre finanziellen Ziele an. Also sie teilen, was sie gerne handeln wollen. Also ob es Rohstoffe, ob Kryptowährungen oder sonstiges. Und ausgehend davon kann unser Finanzberater für Sie die besten Möglichkeiten ausfallen, um Ihre finanziellen Ziele schnellstmöglich zu erreichen. Mhm. Und gut, so funktioniert's. Und was kostet mich der Spaß? Also der minimale Antrag ist 250 Euro, aber der maximale Antrag kann so hoch, wie Sie wollen sein. Mhm. Gut. Gut, und da das ja jetzt eine Weile her war, meine Frage. Wie hieß Ihre Plattform nochmal? Die heißt Gemini, also mit Zwillingen. Ja, können Sie es mir mal buchstabieren? Ja, bitte. Gustav, Emil, Martha, Ida, Nordpol, Ida. Ja. Ja, und .de oder? Nee, also das ist der Name von Plattform. Ja, und dann muss es doch eine URL sein, also eine Top-Level-Domain, also .de oder... Moment bitte, schau mal kurz... Wissen Sie nicht, wie Ihre eigene Webseite genau heißt? Auswendig leider nicht. Also wir sind die Dienstleister, die bei mehreren Plattformen helfen, deswegen soll ich mal nachschauen, was genau also mit Gemini aussieht. Moment bitte. Hallo, ist Ihr Telefon plötzlich kaputt? Ich höre Sie gar nicht mehr. Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo, was ist denn los bei Ihnen? So reden Sie doch. Hallo. Hallo. Ja, danke für das Warten. In dem Fall geht es um gemini.com/eu. Ja, warum war Ihr Telefon kaputt? Was ist denn los? Ich habe Sie gar nicht mehr gehört. Also vielleicht war die Verbindung weg. Also ich habe das kurz angeschaut. So, und jetzt nochmal. Wie war das? Gemini.com/eu.
Was für ein Strich? EU, Emil oder ein Bindestrich oder Europa. Ein Slash oder was für ein Strich? Ein Slash. Aha. Ja gut, okay, gut. So, es ist genau die Plattform, nämlich für Kryptowährung. Ja, und was ist, wenn ich mit Aktien handeln will? Oh Mann, bitte, dafür sollte bei uns eine andere Plattform sein. Kleinen Augenblick. Ach, Sie haben für jede Plattform eine andere Webseite? Ja, also wir sind die Dienstleister. Es gibt die verschiedenen Plattformen. Also es gibt die Plattformen, die nur für Kryptowährungen sind. Es gibt die Plattformen, die eine breitere Möglichkeit anbieten, also Wertstoffe, also Wertpapiere, Rohstoffe und so weiter. Das schaue ich mal kurz. Was haben wir für Aktien? Schau mal. Aktienhandel. Aber Sie haben eine, sag mal so, nicht so gute Erfahrung mit Aktien. Also wollen Sie bloß mit den anderen Aktien probieren, oder? Ja, ich weiß noch nicht genau, mit was ich da Geld verdienen will. Wenn Sie für jede Plattform oder für jede Art des Handels eine andere Plattform haben, dann senden Sie mir doch mal vielleicht erstmal Ihre möglichen Plattformen zu. Dann kann ich mich ja entscheiden, mit was ich dann handeln will und kann mir die Webseiten angucken. Wieder einen Moment bitte, dann Aktien und vielleicht etwas mehr. Aktien und... Das ist sehr laut bei Ihnen. Was haben wir da? Das ist halt... Tut mir leid, ich verstehe Sie kaum. Es ist sehr laut bei Ihnen. Können Sie mal ein bisschen für Ruhe sorgen? Man versteht Sie kaum. Kleinen Augenblick bitte. So, dann haben wir noch eine andere. Das wäre die Quantum KI. Wäre die Quantum AI Trading.net. Können Sie mir dies mal per E-Mail zuschicken, bitte? Dann kann ich mich entscheiden. Moment, ich blick mal kurz, welche E-Mail-Adresse haben wir hier notiert. Wäre die sigismund.röffelsburger@rahmenmail.de, oder? Das ist richtig, ja. Gut, dann an die E-Mail-Adresse schicke kurz die Verlinkungen. Da können Sie sich gerne nachschauen. Und dann können Sie auch eine Rückmeldung geben. Ja, und wie kann ich dann... Ich jetzt mal angenommen, ich würde mich für irgendeine Ihrer Webseiten entscheiden. Wie kann man dann zu Ihnen, man muss doch sicherlich Geld, Sie haben gesagt, 250 Euro ist das Minimum, richtig? Genau, ja. Ja, und wie kann ich das Geld zu Ihnen transferieren? Also in dem Fall erstellen wir für Sie ein Kundenkonto, Sie lernen das auch und nach der Kontoaktivierung werden Sie schon mit unserem Finanzberater kommunizieren und eine weitere Zusammenarbeit mit dem Finanzberater führen. Ja, aber das war eine wunderschöne Antwort, aber nicht auf meine Frage. Wie kann ich das Geld zu Ihnen transferieren? Wie gesagt, wir erstellen für Sie ein Kundenkonto, Sie lernen das aus. Ja, wie denn? Also wir teilen die Daten von Ihrem Kundenkonto mit, da schicken wir per E-Mail zu und Sie machen eine ganz normale Überweisung. Eine Überweisung, das wollte ich doch nur wissen. Oder wir bitten auch eine Möglichkeit per Kreditkarte dies aufzuladen, wie Sie wollen, was Ihnen bequemer ist. Nö, Überweisung ist gut, Überweisung passt.
ist kein Problem. Gut, dann würde ich das, denke ich mal, gerne mal mit Kryptos versuchen. Das ist ja in aller Munde. Welche Kryptos bieten Sie denn an? Momentchen, also meinen Sie, Sie wollten mit Krypto handeln oder, richtig, oder habe ich es falsch verstanden? Momentchen, sage ich mal sofort. Ja, eigentlich die berühmte, also das wäre Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Chainlink. Mhm. Okay, und welches ist dann jetzt Ihre Webseite für Krypto-Geschichten? Also das wäre Gemini. Gemini? Das wäre mit ist Krypto. Gemini.com. Genau, Gemini.com und /EU. Mhm. Okay, gut. Ja, das hört sich erstmal ganz... Und was kann ich bei Ihnen dann mit Kryptos verdienen? Tja, also kommt drauf an, welche Strategie, wenn Sie, machen Sie mit unserem Finanzberater, kommt drauf an, welchen Eintrag machen Sie und kommt drauf an, wie die Situation auf dem Markt ist. Also wie Sie wissen, die Kryptowährungen sind ja ziemlich volatil, also man kann auf einmal von heute auf morgen, also wenn es ein riesiger Sprung ist, also zum Beispiel wie es bei Dogecoin war, so vielleicht haben Sie es gelesen oder gehört, also wenn Elon Musk oder als Elon Musk der Twitter zum X umbenannt hat, hat er das für einen kürzeren Zeitraum als Logo von Dogecoin angegeben und Dogecoin hatte einen Sprung, also einen riesigen Sprung gehabt. Also kann man gutes Geld verdienen. Eigentlich ja. Und eine ungefähre Prozentzahl können Sie mir nicht nennen? Momentan leider nicht, wie gesagt, die Kryptowährungen sind ja volatil, also... Naja, aber man muss doch normalerweise, als in der Buchhaltung kann man doch sagen, darf ich mal? Ja, das kann unser Finanzberater sagen, also er sagt mehr zu finanzieller Seite. Naja gut, aber ich möchte doch eigentlich schon vorher gerne wissen, was ich verdienen kann. Na gut, aber also in dem Fall bin ich nur Kontoberater, also was finanzielle Seite angeht, da können Sie gerne unseren Finanzberater kontaktieren. Er wird mehr dazu sagen, aber die Zusammenarbeit mit dem Finanzberater geht erst nach Kontaktivierung. Mhm. Okay, gut, dann würde ich sagen, schicken Sie mir doch erstmal Ihre Webseite an meine E-Mail-Adresse. Ja, bitte. Dann nochmal logischerweise dann auch gleich die IBAN-Nummern, dass ich überweisen kann. Das wäre sinnvoll. Ja, also dann machen wir so. Also ich schicke soweit die beiden Verlinkungen. Also Sie entscheiden sich, also Sie können auch mittlerweile entscheiden, ob Sie mit dem minimalen Eintrag weitergehen oder wollen Sie vielleicht etwas mehr investieren. Dann könnten wir dementsprechend eine Rechnung für Einzahlung für Sie einstellen. Ja gut. Wir finden Sie es. Na gut, dann denke ich mal, schicken Sie mir erstmal die IBAN-Daten und Ihre Domain. Und dann, vielleicht habe ich ja noch Fragen, schicken Sie erstmal los. Ich bleibe am Telefon so lange. Es kann ja nicht so lange dauern. Ja, bitte. Moment, bitte. Dann schicke ich mal die Daten zu. Genau. So, das wäre die eine und das wäre die andere. E-Mail anpassen. So. Thank you.
jetzt. So, habe ich soweit die Verlinkungen geschickt. Ja, gut. Noch ist nichts da. Aber kann ja nicht so lange dauern. Ja, also Sie können auch Spam-Ordner prüfen. Manchmal können die Nachrichten mit Verlinkungen als Spam betrachtet werden. So, jetzt habe ich was bekommen, tatsächlich. Sehr so. Schön. Und ich sehe Spiegel-Lana 62. Aber warum versenden Sie als Finanzdienstleister mit einer allgemeinen E-Mail-Adresse über Gmail? Verstehe ich nicht. Sie sind doch eine Firma. Ja, genau. Aber momentan haben wir Wartungsarbeiten auf unserem Server. Deswegen müssen wir vorübergehend die Nachrichten über Gmail zukommen lassen. Ah ja, gut. Aber was mir noch fehlt, sind ja die Bankdaten. Ja, also wie gesagt, wir erstellen die entsprechende... Sie haben doch gesagt, dass Sie die schicken. Ich schicke zuerst die Verlinkungen, Sie schauen sich an und dann entscheiden Sie sich, mit welchem Startkapital beginnen Sie. Dann können wir die entsprechende Rechnung zukommen lassen. Sie sagten, 250 wäre das Minimum. Dann versuchen wir es mit dem Minimum einfach mal. Genau. Gut, dann können Sie mir jetzt für das Minimum die Bankdaten schicken, bitte. Moment bitte, bleiben Sie bitte kurz dran. Natürlich. Danke für das Warten. Also ich habe gleich Ihre Anfrage an unsere Finanzabteilung weitergegeben. Also sobald die Daten zu kommen lassen, schicke ich dir auch gerne per E-Mail zu. Ja, ich warte drauf. Ich kann ja, ja sein, dass ich noch Frage habe. Ja, bitte. Dann haben Sie die Fragen mittlerweile, oder? Nee, ich warte ja erstmal auf die E-Mail. Das möchte ich gerne schon vorher sehen. Das kann etwas dauern. Was kann daran so lange dauern? Ja, also ich habe meinerseits eine Finanzzahlung nachgefragt, also Ihre Anfrage weitergegeben und jetzt warte ich auf die Rückmeldung. Also wissen Sie, also, wir helfen mehreren Kunden am Tag damit zu beginnen. Deswegen dauert es etwas, bis wir an allen Kunden die entsprechende Rechnungen zukommen lassen. Na gut, aber was heißt Rechnung? Es geht ja nur um die Bankdaten. Haben Sie so viele verschiedene Konten, dass Sie jedes Mal ein neues Konto machen müssen? Oder verstehe ich nicht? Es geht nicht um verschiedene Konten, es geht um entsprechende Rechnungserstellung. Also, erstmal brauche ich ja keine Rechnung, ich brauche ja nur die Bankdaten. Mehr brauche ich doch erstmal gar nicht. Ja, aber in dem Fall, die Rechnung geben wir zusammen mit den Bankdaten. Oder wofür brauchen Sie nur die Bankdaten? Ja, ich brauche ja erstmal die Bankdaten. Also eine Rechnung wird doch erst bekanntlich hinterher erstellt. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe Ihr Anliegen bereits an unsere Finanzabteilung weitergegeben. Sobald die Rückmeldung kommt, schicke ich die Daten gerne an Sie. Ja gut, es ist ein bisschen seltsam, dass man auf Bankdaten warten muss. Normalerweise ist sowas doch... Ich habe leider keinen Zugriff zu diesen Daten, keinen direkten Zugriff. Deswegen sollte ich das dann erstmal an eine Finanzabteilung weitergeben. Na, Sie können mich ja dann nochmal anrufen, wenn Sie mir die Bankdaten zugesendet haben. Vielleicht kommen wir dann weiter. Ja, bitte. Ja, natürlich. Werden wir so. Genau, dann melden Sie sich einfach nochmal, wenn die Bankdaten da sind und Sie mir gesendet haben, ja? Ja, natürlich. Okay, sehr gut. So machen wir das. Gut, dann soweit bedanke ich mich für das Gespräch und bis auf Wiederhören. Ja, bis auf Wiederhören dann.